Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal die erste Bavarian Treasures Müllsammel-Challenge. Macht alle mit und schützt unsere Natur. Servus Leute, ich grüße euch zu den Bavarian Treasures, den schönsten und spannendsten Schätzen Bayerns auf der Spur. Diesmal eine ganz besondere Sache. Und zwar, ich werde hiermit die erste Bavarian Treasures Müllsammel-Challenge in die Welt rufen. Ich befinde mich hier an dem Ufer der Donau, da wo ich auch beginne mit der Challenge. So, und keine Minute gesucht und schon den ersten Müll gefunden. Glasflaschen, Plastik, nach nicht mal einer Minute 1, 2, 3, 4, 5, 6 Müllsachen gefunden. Am Fluss ist wahnsinnig einfach, leider Gottes, Müll zu finden. So, weiter geht's. Ja, und wieder nur ein paar Meter weiter die nächste Plastikflaschen und der nächste Müll. Und zwar, wer hätte es gedacht? Plastik! Manche sind schon richtig mit der Natur verwachsen. Plastikflasche, eine Plastiktüte. Da ist so wieder ein kleiner Haufen wieder gefunden. Und der nächste Müll hat er nicht lange auf sich warten lassen. Jetzt habe ich wieder einiges gefunden. Spraydose, Plastikflasche, Plastikdeckel. Das gehört alles so eigentlich nicht in die Natur. Plastik. Plastik. Die Glühbirne. Styropor. So Leute, schaut es an. Da hängt der Müll richtig am Ast mit dran. Plastik, Glasflaschen, Plastik, Plastikflasche wieder, ein Lipgloss oder keine Ahnung was das ist, Plastik,
hier nun der Beweis, dass unsere Natur sehr mit Dreck vermüllt ist. Eine riesengroße Plastiktüte, eine Fahrradtasche in meiner Stofftasche, Plastikflaschen, Konservendosen, Alufolie und vieles mehr. Alles das liegt in unserer Natur. Aus diesem Grund habe ich die Bavarian Treasures Müllsammel-Challenge in die Welt gerufen und werde gleich 4 meiner Freunde nominieren. Sven Marscheid, Florian Langbein, Silvana Klein und Michael Scheck. Ihr seid nun nominiert, es mir gleich zu tun. Nicht in diesem Ausmaße. Es reicht schon, wenn ihr nur eine kleine Konservendose oder eine Plastikflasche oder Aluminiumfolie aus der Natur mitnehmt, fotografiert und dann in meiner Facebook-Gruppe Bavarian Treasures Müllsammel-Challenge postet, darunter schreibt, ich bin dabei und 1 bis 4 eurer Freunde nominiert. Macht mit bei der Bavarian Treasures Müllsammel-Challenge und helft mit, die Natur sauber zu machen und auch sauber zu lassen. Ich wünsche euch viel Spaß! Wahnsinn, und das alles auf 20 Minuten.